So, herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest in einer neuen Folge. Wir haben letztes Mal eine neue Fähigkeit dazu bekommen. Wir können jetzt unser Irrlicht hier oben explodieren lassen, was ich gerne zeigen würde, aber besser nicht tue, weil das Energiekristalle kostet. Und die wachsen nun mal leider nicht auf Bäumen. Ja, gut, okay, sie wachsen auf Bäumen, aber nicht so häufig. Und wir haben rausgefunden, dass scheinbar irgendeine Art Eule, Krähe, Elster das Licht des Geisterbaums geklaut hat. Und jetzt müssen wir zu den drei Element-Standorten, ich weiß nicht mehr genau, wie es genannt wurde, gehen. Und das Licht quasi wieder, die Flamme neu entfachen, das Licht wiederherstellen. Und dazu gehen wir als erstes das Element des Wassers ab. Und das finden wir hinter der Spinnenhöhle. Mit. Nein, nein, nein. Also auf jeden Fall. Geh weg. Wow. Auf jeden Fall wahrscheinlich gestaggert zu werden, wenn ich Schaden bekomme und kann mich nicht mehr an Wänden festhalten. So, Seelenverbindung ist bereit. Genau, mit unserer neu erworbenen Fähigkeit können wir auch. Oh, falsche Taste. Können wir auch. Bäm. Diese Säulen sprengen. So, bei dem Schalter da unten waren wir schon, sonst wären wir nicht hier. Die Seelenverbindung habe ich aus Versehen erstellt, aber wenigstens haben wir uns geheilt. Das sieht eklig aus. Das sind Spinneneier. Okay, die schießen auch. Energietor. Was auch immer ich dafür brauche, da brauche ich wahrscheinlich 4 Energie für, die habe ich nicht. Kann ich mich daran festhalten? Boah, ich will eigentlich echt nicht darauf rumklettern. So. Perfekt. Und bumm. Was auch immer es war, wir haben es runtergeballert. Und wir machen auch hier direkt den Weg auf. Ich wüsste gerne. Das ist ein weiter Sprung. Du hast deine Lebenszelle gefunden. Sehr, sehr gut. Mehr Leben brauche ich ganz dringend. Okay, die Erfahrung kriege ich nicht. Aber wenigstens kommen wir wieder hier rüber. Und ich glaube, wir müssen hinter dem, was auch immer wir da runtergesprengt haben, herspringen. So, komm, schieß noch mal. Willst du nicht nochmal schießen? Das Ding scheint den ganzen Weg hier runtergekracht zu sein. Ah ja, da. Es ist so eklig. Da, die Dinge habe ich nicht gesehen. Ah nee, jetzt dürfen wir alles nochmal. Ich muss unbedingt mir merken, Speicherpunkte zu erstellen. Ja, ich habe verstanden. Weiß, was ich zu tun habe. Könnte fast denken, ich war schon mal hier. Boah, dass das auch alles so rumwabbeln muss. So. Hier kriege ich Energie. Da oben bei den Stacheln komme ich auf jeden Fall nicht hin.
Das Ding sprengen. Das Ding auch. Wow. Das war kein guter Sprung. Heilen mich diese Lebensdinger eigentlich auch voll? Ja, tun sie. Sehr gut. So. Da unten sollte ich jetzt am besten dann auch eine Verbindung erstellen. Was ist das eigentlich für eine komische Art Schädel, die da rausragt? So, schön langsam runter. Durch das Tor kommen wir nicht durch. So, den töte ich diesmal schön aus der Ferne. Dann würde ich sagen, erstelle ich hier mal eine keine Verbindung, weil wir nicht genug Energie haben. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit Energie der Seelenverbindung dein Spiel speichern kannst. Ja, und ich erstelle mir auch direkt hier einen Speicherstand. Zack. Denn zumindest diese Spinnen sind ein bisschen eklig. Nein. Oh, die große Erfahrung ist runtergefallen. Schieß auf Aua, schieß auf wen anders. So. Den Hit habe ich einfach mal. Oh. Da war noch ein Vieh. Upsala. Hier ist alles so lila, das erkennt man kaum. So. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass man hat so viel Kontrolle über sich in der Luft. Das ist fast, als hätte, wäre die Schwerkraft geringer. So. Die. Hä? Ich konnte mich irgendwie in dem Wasser noch steuern, aber irgendwie auch nicht. Also die Spinnen sind am einfachsten. Nein. Spinnen sind am einfachsten, wenn man einfach an ihnen vorbeirennt. So. Schieß und stirb. Immerhin haben wir diesmal die Erfahrung bekommen. So, jetzt wissen wir aber auf jeden Fall, dass dieses Wasser schädlich ist. Das ist auch schon mal neue Erfahrung. So, den ganzen Kram kann ich auch noch einsammeln. Nice, nice. So. Ups, das war falsch. Das Ding leuchtet nicht blau, deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich das nicht kaputt machen kann. Aua. Gerade in die andere Richtung geguckt. Da oben gibt es ein großes Leben. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht ja auch von hier oben aus. Na. Plong. Plong. Vielleicht sollte ich erstmal den Kram hier wegnehmen. Ah. Wenn ich es irgendwie. Ne. Das reicht nicht. Ah, da oben komme ich lang. Komischer Spucker. Aber vor dem kann man einfach wegrennen. Der verliert gute Erfahrung. Bald haben wir einen neuen Punkt.
kann ich dafür sorgen, dass es weniger Energie kostet. Da ist ein Kartenfragment. Allerdings ganz viel komisches Zeug vor. Schaffe ich das? Jawohl. Wieder falsche Taste gedrückt, aber immerhin haben wir jetzt das Spiel gespeichert. Neuer Fähigkeitspunkt. Ja, ist gar nicht schlimm, dass wir das Spiel gespeichert haben. Denn Stichflammeneffizienz halbiert die Kosten der Stichflamme. So. Zahlen wir nur noch einen halben Energiepunkt dafür. So, und ich gehe erstmal. Ich sollte erstmal hier runter gehen. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, genau, kriegen wir hier ein Kartenfragment. Wir haben zwar die Karte noch nicht gefunden. Aber wenn ich das richtig sehe, darf ich jetzt wieder den ganzen Weg klettern, oder? Ja, hier hoch komme ich nicht. Verdammt. Aua. Manchmal sieht man diese Dornen gar nicht. So, Heilung brauche ich gerade nicht. Ich glaube, wir kriegen jetzt gerade hier 4 Energiekristalle voll. Dann können wir die Tür auf der anderen Seite öffnen. Da, wo wir herkommen und für diese komische Spinneneier runtergelassen haben. Die das scheinbar aber gar nicht gestört hat. Und der Typ rotzt hier alles voll. So. Müssen wir nur warten, bis das alles weg ist. Was ist das für ein großes Vieh? Oh nein, das sind die Dinger. Wobei, vor denen reicht es im Prinzip einfach nur, langsam wegzulaufen. Dann kann man die in aller Ruhe abballern. Ja, aua. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das komische Grütze von ihm das Ding da kaputt sprengt. Müssen einen Weg finden, das kaputt zu machen. Der Sprung müsste machbar sein. Knapp, aber das müsste gehen, wenn ich von da ganz von der Kante abspringe. Genau. Ich drücke immer die falsche Taste. Okay, aber das da kann ich auch nicht sprengen. Autsch. Gut, dass ich gerade hier aus Versehen gespeichert habe. Ah, okay. Er macht das für uns kaputt. Und das bedeutet mehr Leben. Aber wir kriegen auf jeden Fall ganz gut Leben voll hier, ne? Haben uns schon verdoppelt. Dafür ist dieses große Teil da wieder da. Obwohl, eigentlich könnte ich das auch töten. Ich glaube, der kommt hier gar nicht hin. Kann das sein? Okay, die Kleinen kommen hier hin. Aber auch nur so halb. Aber grundsätzlich ist das gratis Vollheilung und... Wie bist du hier wieder hergekommen? Ich war nur 10 Sekunden lang weg. So, das Rollding dürfte auch wieder da sein. Wow. Geh weg. Ah, man muss immer hingucken, wo er... Aber der kann nicht gut zielen. Der braucht Zielwasser, der Junge. Was ist das? Aua, es ist böse, 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 es ist böse. Und ich kann ihm keinen Schaden machen. Habe ich begriffen. Okay, hier kann ich auch nicht weiter. Ich kann dem Viech nicht mal Schaden machen.
Jo, das war die falsche Richtung. Hier komme ich auch nicht durch. Na. Oh. Bin einfach genau reingefallen. So. Mal keine Experimente. Ich glaube, das hat mich gerade sehr viel Erfahrung gekostet. Warum nochmal gehe ich jetzt? Warum gehe ich jetzt eigentlich hier hoch? Hier oben ist doch nichts. Außer dem Typen. Ach, keine Ahnung. Sollte einfach so schnell wie möglich hier weg. Wow. Okay, der dreht auf der Stelle um. Ich will trotzdem einmal da oben gewesen sein, damit die Karte da aufgedeckt ist. Okay, ich muss den einfach nur gegen irgendeine Wand laufen lassen. Dann passt das. Hey Junge, komm her. Ich will dich wenigstens einmal töten. Danke. So, den Laser möglichst weit weg von mir triggern. Schießen kann das Ding übrigens auch. Hallo, grünes Teil. Ey, ich war doch weg. Was ist denn das? Hä? Warum one-shottet mich hier alles? Eben habe ich doch auch vom Laser was abbekommen und das war egal. Also nicht egal, aber es hat mich zumindest nicht instant gekillt. Wollen wir mal ein bisschen probieren? Nein, wir können tatsächlich nichts gegen den Typen machen. Ich würde gern einen von diesen grünen Biestern da unten hinlocken und in die Wand crashen lassen, weil die auch so grün leuchtet. Da rein. Hi. Boah, wie soll man da wieder wegkommen? Mit ihm hier und dem komischen Ding da oben. Ich sterbe gerade ohne Ende. Aber jetzt habe ich... es tut mir leid, aber ich muss das jetzt einmal da hoch und wieder zurückschaffen. Es ist jetzt sehr wichtig. Ich glaube, ich muss den Laser anders triggern, damit das geht. Na, halt dich an der Wand fest, Junge. Irgendwie manchmal, ich habe das mit dem Momentum noch nicht raus. Tut mir leid, dass das jetzt gerade alles das gleiche ist, aber das ist wichtig. Es ist schwer zu timen, wann die Dinger losgehen und wann nicht. Es ist eine Sache der Ehre, ich sag's euch. Ich muss das jetzt machen. Und ich hätte gerne... Ich weiß nicht, ob es einen negativen Effekt hat, wenn ich sterbe. Ich glaube nicht. So. Geht doch. So, es tut mir leid, das war... nötig. Hä? Ich konnte mich gerade irgendwie nicht mehr bewegen. Und eigentlich wollte ich gar nicht da drunter. Ich wollte speichern. Oh, das war richtig übel. Aber wenn die einmal quasi einen eingerollt haben... Wartet, ich will mal was ausprobieren. Boah. Manchmal drehen die Ewigkeiten durch und manchmal nicht. Dann wieder doch. Komisch. Oh. Den Laser habe ich vergessen. So, guck mal, ich lasse dem eigentlich kilometerweit Platz und vor allem halt auch, dass die einen One schon. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass wir hier falsch sind. So. Ah,
Also ich springe eigentlich immer dieselbe Höhe. Manchmal komme ich drüber, manchmal nicht. Ja, lasere dich aus. Alles gut. So, jetzt spielen wir das hier mal ein bisschen auf Nummer sicher. Und springen nicht direkt in den Typen rein. Wobei ich so ein bisschen das Problem habe, dass der da jetzt rumsteht. Dude. Ja, so ist in Ordnung. So ist fein. So, jetzt verzögere ich da ein bisschen. Lass den ausrollen. Okay. Wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht? 20 Minuten. Ah, ich weiß wieder, warum ich hier oben abgerutscht bin. Das ist ein absoluter Eckensprung. Ich will zu meinem Portal. So. Spiel gespeichert. Halleluja. Gott, war das sinnlos. Es tut mir leid. Aber mein Ego hätte sich nicht gut gefühlt, wenn ich das nicht geschafft hätte. Und dabei war es... Genau genommen haben wir gerade absolut nichts erreicht. Naja. Machen wir die Folge ein bisschen länger. Oh. Ich sollte trotzdem aufpassen, wo ich hinlaufe. So. Gimme. Seelenverbindung ist bereit. Was wollten wir eigentlich nochmal machen hier? Ach ja, wir brauchten die... Wir brauchten eigentlich die... Hier ging es nicht mehr weiter, ne? Ach, hier unten ist noch die, das Leben. Das haben wir noch nicht eingesammelt und gespeichert. Komm mal her. So. Zack. Lebenszelle. Okay, jetzt hat es sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Jetzt muss ich es nur noch einmal... wieder schaffen, da oben hinzukommen. Spiel gespeichert. So, jetzt bin ich glücklich. Jetzt haben wir hier alles, was wir haben wollten. Wir können in aller Ruhe den Typen weglasern. Jetzt können wir den auch nochmal töten. Der bringt ganz gute Erfahrung. Ich würde gern schneller schießen können. Gibt es das auch? So der Standardangriff. Ich bin bei solchen Spielen eigentlich immer... einen Standardangriff verbessern finde ich immer am besten, weil den benutzt man halt auch einfach die ganze Zeit. So, wir brauchen noch einen Energiekristall mehr. Gab es hier unten noch was? Ja, hier gibt es noch einen... Ich sehe da noch einen Energiekristall. Aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Hier lang nicht. Hier waren wir jetzt ja überall. Seelenverbindung bereit, aber möchte ich gerade eigentlich nicht. Da. Da ist einer. Ah, wie kommen wir da hin? Da ist auch noch ein Lebenserweiterung. Die ich gerne hätte. Haben wir bei dem Typen schon in seiner Höhle? Ich glaube ja. Ach, nee, waren wir nicht. Ah, in der Nähe von Feinden kann ich keine Verbindung erzeugen. Aua. Gib mir meine Erfahrung. So, aber erstmal können wir hier das Kartenfragment einfügen. Wow,
Das hat viel dazu gegeben. Was ist das da? Auf jeden Fall einige Bereiche noch nicht erkundet. Wir wollen zum Dornensumpf. Irgendwie. So, da hoch komme ich nicht. Aber hier kommen wir noch lang. Rechts zum Dornensumpf, rechts zu dem Berg. Boah. Sieht so brutal aus. Die fliegen so mega weg. Ich würde gern gucken, ob wir hier noch irgendwo weiter können. Weil hier gibt es ja noch so viel. Unter anderem das Leben da fände ich halt interessant. Überhaupt sollte ich mal gucken, dass ich mich ein bisschen heile. Oh, ich bin gegen das Trampolin gerannt. Na toll. Ja, okay. Nee, da waren wir, da war nichts mehr. Außerdem bin ich so gut wie tot. Ich sollte mal wieder speichern, nur so für den Fall. Machen wir das einfach mal hier. Wir haben ja die Energie gerade. So, zack. Die lädt sich ja auch sehr schnell auf. So, ich muss auf jeden Fall ein bisschen Leben sparen. Dann gehen wir zum Dornensumpf, würde ich sagen. Wow. Da kann man ganz entspannt weggehen vor denen. Am Ende bekommt man Tonnen von Erfahrung. Und sogar einen Skillpunkt. Hat sich doch gelohnt. Aua. Was will ich hier genau erreichen? Bin mir noch nicht sicher. Schieb das Teil hier erstmal durch. Dann gucken wir, was wir damit anstellen. Ah. X zum Speichern. Dann speichere ich erstmal. So, und wir haben einen neuen Schnellreisepunkt. Ups. So, was können wir? Luftsprint. Ermöglicht es Ori, den Sprint auch in der Luft zu benutzen. Wir haben noch keinen Sprint. Erfordert Doppelsprung, Stichflammeneffizienz. Erfordert zwei Fähigkeitspunkte. Doppelsprung. Wo ist ein Doppelsprung? ...50% mehr Energie, Fähigkeiten, Zellen werden auf der Karte angezeigt, ihr hört die Ausbeute bei Geisterlicht, Lebenszellen werden auf der Karte angezeigt, Energiemarkierungen, ermöglicht Ori durch Wände zu sehen, erhöht den Schaden der Geisterflamme, Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu treffen, Stärke der Geisterflamme, das fände ich gut, aber wir haben noch keinen Doppelsprung. Das Erstellen einer Sehnenfestung zwei Lebenszellen wieder her. Ermöglicht Ori Feinde mit einem Turbosprint anzugreifen. Ermöglicht Ori in sauberem Wasser zu atmen. Wird die Kosten der Seelenverbindung. Ermöglicht in der Luft einen dritten Sprung. Hier ist richtig viel guter Kram. Dann würde ich sagen, holen wir uns den Stichflammenbrand. Vergrößert den Radius und den Schaden der Stichflamme. Aber nur, weil ich die Streuflamme habe. Ich zwei Ziele auf einmal treffen. Ein bisschen aufrüsten tut uns, glaube ich, ganz gut. So. Jetzt ist die Preisfrage. Wo geht es weiter? Ich
meine, ich kann das Ding. Aua, 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 aua. Das ist echt eine blöde Stelle dafür. Man sieht vor lauter Leuchten gar nicht, was der Gegner ist. Und da hoch komme ich nicht. Hier geht's gerade. Da hoch komme ich nicht. Irgendwas fehlt uns. Waldsenke, Hohlhain. Dornsumpf. Vielleicht sagt uns dieser Schnellreisepunkt, dass wir die Schnellreise benutzen sollen. Hohlhain, Waldsenke. Ich sage, wir gehen dann zurück zum Hohlhain erstmal. Und erkunden mal die Spinnenhöhle noch ein bisschen weiter. Irgendwas haben wir übersehen, glaube ich. So, da unten waren wir ja fertig. Da ging es ja nur noch zurück. So, danke für deine Erfahrung. So. Mal, wie stark das alles am Leuchten ist. Holy hell. Zack, 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 zack. Ich glaube, wir brauchen den zweiten Energieknoten, ehrlich gesagt. Den vierten. Dass wir oben durch das Tor kommen und da gibt es dann irgendetwas für uns. Und die sollte nicht, ohne zu gucken, in irgendwelche Löcher springen. Bin gerade so ein bisschen überfragt, wo wir hin müssen. Na komm, näher. Zumindest gegen die Biester wird es auf jeden Fall sehr praktisch sein, mehrere Ziele auf einmal angreifen zu können. Kletter, kletter. Nicht, nein, nicht da reinfallen, nur weil du getroffen wurdest. Das habe ich eben echt besser hingekriegt. Mein Gott. Ori wobbelt ein wenig. Also sobald man Momentum in eine Richtung hat, ist richtig cool. Aber wenn man kein Momentum hat, weil man an der Wand hängt oder so, sind die Timings recht schwer zu treffen. Ah, da muss ich mich einfach dran gewöhnen. So, ich denke nicht, dass wir das öffnen können, oder? Ah, doch, wir müssen 6 Energie da reinpacken. R4 meine ich. Wenn die Spinne da was verliert an Energie, dann müssten wir das Tor sogar aufkriegen mit unseren Dreien, oder nicht? Hat das Ding uns gerade gewone-shottet? Oder hatte ich kein Leben mehr? Ich habe das Gefühl, ich wurde gerade von einer Spinne gewone-shottet. Aber man sieht es nicht so gut, wie wenig Leben man hat. Kann auch sein, dass ich einfach low war. So, gib mir meine Erfahrung. Ja, was auch immer das ist. Erfahrung und Leben. So, und ich bleibe einfach hier oben in Sicherheit. Das würde eventuell mit Maus und Tastatur tatsächlich sogar besser gehen als als mit Controller, kann ich mir vorstellen. So, schieß einmal.
geh weg. Komische One-Shot-Spinne. Ah, meine Seelenverbindung, die ich hier gestellt habe, ist weg. Also stellen wir eine neue. So. Das Problem ist, an diesem See waren wir schon und hier ging es auch nicht weiter. Ah, ich kann mich aus dem Wasser also wieder rausziehen. Tauch auf. Na toll, ich habe kein Leben mehr. So, einmal speichern. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir eben waren. Und genauso schlau wie vorher. Die sind halt diese komischen Holztore, aber die kann ich auch nicht sprengen. Nee, das ist denen völlig egal. Wir brauchen noch einen weiteren Energiekristall. Und wir wissen auch, wo er ist. Wir wissen nur nicht, wie wir drankommen. Holhein-Dornsumpf ist auch alles ausgeschildert. Das bringt nur nichts, wenn ich da nicht hinkomme. So. Warte, da ist noch was. Ich kann mich gerade wieder nicht bewegen. Gibt es hier Sachen, die mich festhalten können? Da drüben ist auch etwas. Ah, da komme ich auch nicht hin. Ich bin ein bisschen lost. So. An sich wäre das hier ja die logische Richtung. Aber hier waren wir ja eben schon und hier ist nur dieses komische Todesgebiet, von dem ich keine Ahnung habe. Diesem roten Kreiselding. Das unverwundbar ist und ganz viel Zeug, das mich one-shottet. Alles nichts Gutes. So, und hier unten geht es nicht weiter. Nee. Da oben kriege ich das grüne Vieh nicht hingerollt. Sein, was passiert, wenn ich das angreife? Ich hätte eine Seelenverbindung vorher erstellen sollen. Egal. Na, im Prinzip... keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Die Holzteile können wir nicht kaputt machen. Und grüne Explosivo-Viecher bringen uns eh nix. Ja, was war das? Jetzt hör auf, in den Gegner reinzuspringen. Manchmal duckt er sich einfach und bewegt sich dann in keine Richtung mehr. Und ich schwöre, ich drücke nicht den Trigger nach unten. Ich lenke dann rechts, links, aber es passiert nichts. Ach, geh weg. Ja, für jemand anderen. Da will ich hin. Da, wo das Leben ist, ist auch die Energie.
oben komme ich auch nicht dran. Ich sehe nur Zeug, an das ich nicht dran komme. So, diesmal bitte nicht wegducken, danke. Ich hätte gerne irgendwas, was ich erreichen kann. Ich würde fast sagen, wir gehen zurück ins Anfangsgebiet. Weil zumindest weiß ich, dass da noch eine Tür war, die wir nicht geöffnet haben. Also so eine Sprengtür. So, Hohlhain Waldsenke. Müsste richtig sein. So, kurz auf die Karte gucken. Ja, hier nach rechts geht's noch weiter, da nach oben. Und nach unten da in das Wasser kommen wir nicht rein. Ori, diese Statue kommt mir bekannt vor. Ich habe sie zuvor schon mal einmal gesehen. Dreimal hintereinander versprochen. Und das ist... Ich erinnere mich an sie. Vor vielen Jahren, als der Geisterbaum noch ein Sprössling war, sorgte Naru die Junge für uns, wann immer sie konnte. Oh. Und jetzt ist sie verhungert. Schwarzwurzelgänge. Okay. Wir haben den weiter Weg gefunden. Die Folge ist deutlich länger geworden, was hauptsächlich... Ja, vielleicht werde ich auch ein bisschen rausgeschnitten haben. Mal gucken, wie lang die Folge dann im Endeffekt wird. Aber das war mir wichtig, dass ich da jetzt einmal hochgehe, wo es nichts gibt und wieder runtergehe. Einfach nur... weil. Vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge wissen wir jetzt wenigstens, wo es weitergeht. Bis dahin. Tschüss.